Der Wirtschaftsstandort Lubmin gewinnt permanent an Bedeutung. Bestehende Stromtrassen zum ehemaligen Kernkraftwerk Brunuleuschna als auch der Anlandepunkt für russisches Erdgas vor Ort machen Lubmin zu einem idealen Energieknotenpunkt. Diese Region im Nordosten unseres Bundeslandes weist ein ziemlich hohes Potenzial an regionaler Erzeugungskapazität auf. Diese Kapazitäten werden weiter erschlossen. Es gibt noch viel zu tun und wir sind gehalten, diese Energie dorthin zu bringen, wo sie benötigt wird. In dieser Ecke werden wir diese Kapazitäten, die hier entstehen, nicht verwenden können. Mit dem am Standort Lubmin realisierten Hochspannungsnetzausbau verknüpft die E.ON Edis AG ihr eigenes Hochspannungsnetz mit dem Höchstspannungsleitungssystem der 50 Hertz GmbH. Dieses war einst für den Stromabtransport des Kernkraftwerkes errichtet worden. Hier zwischen dieser Anlage, dieser 110 kV-Anlage in meinem Hintergrund, geht ein 110 kV-Kabel rüber zu der 380 kV-Anlage und landet dann dort in einem 110 zu 380 kV-Transformator. Das heißt also, die Spannung, die wir dort abgeben bei 110 kV, wird hochtransformiert auf 380 kV und damit dann eben auch der regenerativ erzeugte Strom in das 380 kV-Netz transformiert und dort dann abgeleitet, ja, wahrscheinlich nach Süddeutschland oder ins Ruhrgebiet. Rund 6 Millionen Euro hat die E.ON Edis AG in die neue Hochspannungsschaltanlage investiert. Die bereits bestehende Anlage der EWN GmbH wurde erworben und mit den nötigen Komponenten zur Anpassung der beiden unterschiedlichen Netze ergänzt. Über 1600 Meter 110 Kilovolt Kabel wurden verlegt. Der neue, komplett fernüberwachte Knotenpunkt schafft zusätzlich die nötige Infrastruktur für einen weiteren Energieerzeuger vor Ort. Ja, es wird auch gleichzeitig hier noch aus einem Gaskraftwerk werden hier nochmal so circa 50 Megawatt eingespeist. Das ist ein Abfallprodukt, was entsteht bei der Verdichtung des Gases, das hier mit dieser Gaspipeline angelandet wird. Durch den Aufschwung der Erzeugung regenerativer Energie im Nordosten rechnet die E.ON Edis AG für dieses Jahr bereits mit einem doppelt so schnellen Anstieg der neu benötigten Anschlusskapazitäten wie 2012. Für diese Entwicklung sieht sich der Energiedienstleister auch in Zukunft gut gerüstet. Wir haben ungefähr für knapp 14.000 MW Projekte in der Pipeline, die also sich in Vorbereitung befinden. Damit ist nicht gesagt, dass die komplett kommen, aber ein großer Prozentsatz dieser Projekte wird realisiert werden. Und darauf bereiten wir uns vor. Und dieser Standort hier, dieser Netzverknüpfungspunkt, ist ein Element, um diese Energie dorthin zu führen, wo sie dann später einmal gebraucht wird. Und dies ist hauptsächlich sogenannter Grünstrom. Lag dessen Anteil am Netzabsatz der E.ON Edis AG 2012 schon bei 73%, so soll er in diesem Jahr nach eigener Prognose einen Anteil von 93% erreichen.